Herzlich willkommen zu einem Poise Anleitungsvideo. In diesem Video erkläre ich, wie Poise und Blitzer auf einem Mio Navigationssystem installiert werden. Nachdem man die kostenlose Poise PC Software installiert hat oder auch die browserbasierte Poise Anwendung gestartet hat, bekommt man zunächst den Dialog Geräteauswahl angezeigt und hier geht man auf manuelle Auswahl. Für alle aktuellen, auch die meisten Mio Navigationssysteme, wählt man hier aus der Liste den Eintrag Mio PC Software aus. Nach der Auswahl befindet man sich im Hauptmenü und kann jetzt hier über Poise und Blitzer laden zunächst mal auf Blitzer herunterladen gehen und findet hier oben die Blitzer-Konfiguration. Die Blitzer sind kostenpflichtig und können im Shop erworben werden für die einzelnen Länder. Hat man hier auch den Eintrag Geschwindigkeit mobil ausgewählt, das bedeutet, das sind Standorte, an denen häufig mobil geblitzt wird, bekommt man hier unten noch angezeigt, ob man alle diese Standorte installieren möchte oder nur die, die in den letzten x Jahren aktiv gemeldet worden sind. Dann hat man hier zwei verschiedene Möglichkeiten der Anzeige, der Gruppierung. Ich empfehle hier, die Gruppierung nach maximal 8 Kategorien auszuwählen. Dann hat man später etwas weniger Arbeit bei dem Import der Daten in der Mio-Software. Hier kann man jetzt die Länder hinzufügen. Wir klicken jetzt hier mal bei Deutschland hinzufügen. Und man sieht dann auch direkt, dass hier unten die Anzahl der Poise, die heruntergeladen wird, steigt. Nachdem wir das auswählen, wollen wir jetzt noch ein paar Poise hinzufügen. Dazu gehen wir hier auf Zurück, gehen hier auf Poise herunterladen, Essen und Trinken zum Beispiel, Fast Food. Kann hier oben noch eine Kategorie suchen. Dann hat man hier die Möglichkeit, Länderfilter zu aktivieren, sodass nur die Kategorien angezeigt werden, die auch in dem jeweiligen Land mindestens einen Poi haben. Dadurch wird die Liste ein bisschen übersichtlicher. Hier wählen wir zum Beispiel aus McDonald's und Nordsee. Und dann kann man hier oben auch noch auswählen, dass nur Pois aus dem jeweiligen Land, was hier, kann man natürlich auch anpassen, ausgewählt ist, exportiert werden sind. Dadurch sinkt die Zahl nochmal etwas. Hat man seine Auswahl komplett gemacht, kann man die Auswahl hier unter meine ausgewählten Pois auch nochmal kontrollieren. Und nachdem man alles so hat, wie man es möchte, klickt man hier unten auf Poise herunterladen. Jetzt startet der Download der Poise, der ausgewählten Poise von unserem Server zunächst mal auf den PC. Hat man die browserbasierte Poise-Version verwendet, werden die Poise nun auf dem Server erstellt und man erhält dann in Kürze eine E-Mail, wo man sich die entsprechenden Poise dann herunterladen kann. Nach dem Download wählt man nun das Ziellaufwerk aus. Am besten nicht das Mio-Gerät selber nehmen, sondern zum Beispiel Laufwerk C. Und dann wird dort ein Ordner angelegt und man kann die CSV und BMP und Audiodateien dann dort nutzen. So. Poise hat nun seinen Teil getan, kann die Meldung hier mit OK bestätigen und jetzt geht es daran, diese Daten mit der Mio More Desktop Software auf das Gerät zu laden. Dazu wählt man hier links den Menüpunkt eigene Poise aus und hier oben bei Durchsuchen muss man jetzt die entsprechenden CSV-Dateien auswählen. Dazu gehen wir auf unser Ziellaufwerk, was wir ausgewählt hatten und finden jetzt hier einen Ordner MioPoise und haben jetzt hier die Möglichkeit, die einzelnen Kategorien zu importieren. Fangen wir mal mit den stationären Blitzern an. Wir sagen hier eine neue Kategorie anlegen, der können wir jetzt einen Namen geben. Dann können wir hier sagen, wir möchten eine visuelle Warnung bekommen. Wir können jetzt hier ein Symbol anwählen und da wählen wir jetzt das passende Symbol für die stationären Blitzer und sagen hier eine Entfernung, zum Beispiel 500 Meter wollen wir vorher gewarnt werden.
Dann wollen wir hier für die Blitzer auch eine, zumindest für die Stationären auch eine akustische Warnung machen. Da können wir hier jetzt die entsprechend passende Audiodatei auswählen. Gehen hier auf stationäre Blitzer. Jetzt wählen wir das hier noch an. Und wenn das alles hier korrekt so eingestellt ist, klicken wir hier auf zum Gerät hinzufügen. Jetzt werden die POIs alle einzeln importiert. Diesen Fehler kann man ignorieren. Das ist ein Fehler der Software, aber das funktioniert trotzdem. Jetzt so kann man jetzt mit der nächsten Kategorie verfahren. Zum Beispiel die stationären Ampelblitzer. Auch hier wollen wir eine visuelle Warnung, aber bei einem Ampelblitzer fährt man in der Regel nicht so schnell. Da machen wir mal 200 Meter vorher. Gehen hier auf das Symbol, Audio hinzufügen, stationäre Ampelblitzer, zum Gerät hinzufügen. Sieht man hier unten, hier sieht man die Liste der schon bereits auf dem Gerät installierten POIs. Genauso verfährt man auch mit den POIs, also wenn es kein Blitzer ist, sagt man jetzt hier McDonald's, visuelle Warnung. Machen wir das Icon hin und belassen es bei der visuellen Warnung, machen natürlich keine akustische Warnung und machen hier hinzufügen. So machen wir das jetzt mit allen Dateien und jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis dann auf dem Gerät an. Auf dem Gerät finden wir die POIs nun unter Suche, dann POIs. Hier wählen wir mal in der Nähe aus und dann nach Typ. Und jetzt werden alle Sonderzielkategorien, die installiert sind, aufgelistet. Und hier finden wir jetzt auch unsere neu installierten Kategorien, wie zum Beispiel die McDonald's-Kategorie und natürlich auch die Blitzer-Kategorien. Hier kann man sich jetzt auch die einzelnen Einträge anzeigen lassen und hat da die Möglichkeit, eine Umkreissuche zu machen. Die Auflistung dauert ein bisschen, da muss man ein bisschen Geduld haben. Gut, dann wird das Ganze natürlich auch auf der Karte angezeigt. Hier bekommt man dann eine gute Übersicht über die installierten POIs, die hier auch in weit rausgezoomten Zoomstufen noch angezeigt werden, sodass man auch über die Karte sehr gut die bestimmten POIs, die man zum Beispiel anfahren möchte, finden kann. Nun hat man noch die Möglichkeit, in den Einstellungen zu jeder installierten POI-Kategorie auch nochmal nachträglich zu sagen, ob man davor gewarnt werden soll. Hier unter Einstellungen Routenoptionen und dann benutzerdefinierte POI-Anzeige. Hier kann man zu jeder Kategorie sagen, möchte man keine Warnung haben, möchte man eine visuelle Warnung haben oder möchte man visuell und akustische Warnung haben. Das hatten wir bei der Installation schon vorausgewählt, aber hier kann man quasi diese Vorauswahl dann auch nochmal überschreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen wendet euch gerne an unseren Support www.poibase.com.